Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Amazon FBA Launch in 2019. Welche Möglichkeiten habe ich? Wie funktioniert das Ganze? Und was muss ich dabei eigentlich beachten? Ich möchte heute für dich, egal was du für ein Businessmodell hast, einfach mal erklären, wie du bei Amazon launchen kannst. In den meisten Fällen wird das Private Label betreffen. Und vielleicht ist es auch einfacher, als du denkst, beziehungsweise es ist keine Hexerei. Je nach Nische kann es aber teuer, aufwendig und auch langfristig werden. Zuerst mal die Basics und ganz am Ende verrate ich dir dann noch eine Strategie, die bisher nur sehr wenige Leute kennen. Also bleib dran und ich verspreche dir, es wird gut. Zuerst mal die Basics vielleicht. Was du haben solltest auf deinem Produkt ist natürlich, zum einen, das Listing sollte einfach komplett in Ordnung sein. Das bedeutet, du brauchst vernünftige Produktbilder, gut recherchierte Keywords, die Bulletpunkte, die Stichpunkte müssen passen. Du brauchst mindestens 5 Bilder, besser noch mehr. Falls du eine registrierte Marke hast, sollte natürlich der EBC-Content, also die erweiterten Markeninhalte, am Start sein. Und ganz, ganz wichtig, und da sind wir dann schon bei Punkt 2, einfach die Bewertungen. Die Bewertungen sind super wichtig. Ich empfehle so 3 bis 10 Bewertungen, je nach Produkt und Nische, solltest du am Anfang organisieren. Dafür hast du verschiedene Möglichkeiten. Mehr Inhalte findest du auch direkt auf meinem Kanal in einem anderen Video. Aber nur um das nochmal festzuhalten, wir brauchen ein gutes Listing mit guten Bildern, mit einem fairen Preis. Das hätten wir fast vergessen. Der Preis sollte am Anfang eher kompetitiv sein, also vielleicht ein bisschen niedriger als später für den Launch. Und die ersten Bewertungen müssen am Start sein. Wenn du das hast, solltest du natürlich auch im FBA-Lager oder falls du es selber versendest, dann in deinem Lager schon einen gewissen Warenbestand haben. Das heißt, die Einheiten müssen schon da sein, damit du auch direkt, wenn du Verkäufe bekommst, die versenden kannst. Und dann kann es auch schon losgehen. Dafür hast du halt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich einmal ganz klassisch mit einer E-Mail-Liste arbeiten. Also E-Mail ist immer eine Option, die ich sehr stark favorisiere. Und vielleicht hast du es schon mal bemerkt, bei großen Händlern, bei großen Retailern oder auch sogar bei den Supermärkten in deiner Region, wenn du dich dort anmeldest zum Newsletter, da kommen immer E-Mails. Warum? Weil es gut funktioniert. Dann Möglichkeit 2 ist dir vielleicht schon über den Weg gelaufen, ist einfach der Facebook Messenger. Dazu findest du auch hier auf YouTube von verschiedenen Leuten ein paar kostenlose Tutorials, die ganz interessant sind. Ansonsten, wenn du bei mir im Kurs bist, dann findest du dazu auch eine komplette Lektion. Und das funktioniert auch ganz gut, dass dieses klassische Gutscheine verteilen über den Messenger oder einen Rabatt geben. Und das aber zum Launch, also weniger für die Bewertungen, sondern um einfach ein bisschen Anschwung in die Verkäufe dazu bekommen. Möglichkeit 3, und das ist etwas, das ich sehr, sehr gut finde und das sich auch perfekt eignet, um einfach später so schlafende Produkte, die vielleicht mal besser waren, aber jetzt nicht mehr sind, nochmal ans Laufen zu bringen. Und das ist das Thema Pricing. Aber nicht, wie wir eben gesagt haben, ein kompetitiver Preis, sondern wirklich um so eine, um regelmäßige Abverkäufe am Laufen zu halten. Und zwar, das machen wir mit einem Repricer. Und der Repricer funktioniert dann ganz einfach so, der richtet sich nach deinem Absatz. Das heißt, hier in dem Fall geht es nicht wie bei der klassischen Handelsware oder beim Arbitrage-Modell darum, dass man die Buybox behält, sondern wenn das dein Produkt ist oder du ein offizieller, lizenzierter Händler dafür bist und vielleicht der einzige oder einer von wenigen bist, die das verkaufen, dann kannst du das Produkt launchen, indem du sagst, okay, ich starte jeden Tag um Mitternacht oder morgens oder wie auch immer bei einem sehr niedrigen Preis
Und bei jeder Einheit, die ich verkaufe, geht der Preis hoch. Oder du kannst es staffeln, kannst sagen, okay, die ersten 5 verkaufe ich für 10 Euro, damit mache ich vielleicht sogar ein Minus. Dann verkaufe ich nochmal 5, dann bin ich Break-Even. Das heißt, ich habe schon 10 Einheiten weg, einfach nur, weil ich einen super Preis angeboten habe. Und die nächsten verkaufe ich dann mit Gewinn. Und wenn ich dann tatsächlich nochmal 5 verkaufe, dann geht der Preis sogar noch höher, um einfach meinen Profit zu maximieren. Das heißt, wir haben hier einfach so einen Stufeneffekt. Und das befeuert natürlich ganz extrem den Launch. Also das heißt, wir verkaufen hier für 9 Euro die ersten, weil wir einfach sagen, okay, das muss jetzt, ich brauche einfach 5 Stück, die ich irgendwie so verkaufen kann. Dann machen wir hier für 12,90 Euro, machen wir die nächsten. Das könnte zum Beispiel der Break-Even-Preis sein. Einfach sagen, okay, aber jetzt habe ich 10 Stück. Das heißt, 10 Stück am Tag zu verkaufen, ist ja oft schon das Ziel. Das muss ich aber gerade im Launch über eine gewisse Zeit halten. Und das kann ich damit auf jeden Fall erreichen. Und wenn ich die dann auch nochmal geschafft habe, müssen keine 10 sein, können natürlich auch 8 oder wie viel auch immer sein, dann gehe ich auf den Preis, den ich eigentlich will. Und der ist 17,90 € zum Beispiel. Und kann dann halt eben da mit Gewinn verkaufen und dauerhaft auf dem Level dann auch bleiben. Wichtig ist hier nur zu beachten, wenn du mit dem Preis rumspielst, übertreib es nicht, weil du kannst dir auch deine eigene Buybox, den sogenannten Buybox-Korridor, zerschießen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wenn du für 9 Euro über einen längeren Zeitraum verkaufst, dass du vielleicht bei 15 Euro die Buybox nicht mehr bekommst, obwohl du der einzige Verkäufer bist. Das heißt, die Buybox wäre sozusagen leer, da wäre keiner drauf und es gäbe immer diesen Link, wird von in dem Fall einem Verkäufer verkauft und der Kunde muss draufklicken. Das zerstört deine Conversion. Du kannst das reparieren sozusagen, das ist aber sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig, indem du auf den niedrigsten Preis gehst, mit dem du die Buybox noch hast, meinetwegen 10 Euro zum Beispiel, und dann würdest du jeden Tag um wenige Cent, also um 50 Cent oder um 1 Euro erhöhen, sodass du immer noch die Buybox hast. Amazon aber merkt, dass das steigt. Auch dabei kann dir ein Repricer helfen, weil der kann das automatisieren. Das wäre also noch eine Möglichkeit. Und dann als letztes möchte ich dir noch zeigen, meine Amazon PPC-Strategie. Und die ist wirklich gut. Die habe ich schon ganz oft getestet und die ist eine unterstützende Maßnahme im Launch. Das heißt, damit alleine zu launchen, wird in den meisten Fällen schwierig sein, aber das gibt dir halt zusätzlichen Abverkauf und kann dich auf jeden Fall weiterbringen, wenn du was hast. Funktioniert relativ simpel. Du hast ein aggressives PPC vielleicht schon mal gemacht. 2, 3 Euro pro Klickpreis. Und was wir hier machen ist, wir setzen unser Budget auf 10 Euro plus. Das heißt, wir müssen hier mindestens 10 Euro am Tag ausgeben. Meine Empfehlung ist, wenn du es dir irgendwie leisten kannst und ernsthaft launchen möchtest, sogar ein höheres Kampagnenbudget anzusetzen. Dann das zweite Element ist nur 3 Keywords. Also wir machen hier nicht mehr als 3 Keywords in diese Kampagne rein. Das heißt, wir haben wirklich eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe, wo die Top-Keywords drin sind, die du recherchiert hast. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Da kann man entweder auf exakt gehen oder auf Phrase. Und das hat einfach den Hintergrund, wenn du die Keywords ganz genau kennst und der Meinung bist, es müssen die Keywords sein, dann geh ruhig auf exakt. Aber auf Phrase bekommst du etwas mehr Reichweite. Wenn deine Keywords irgendwie Knoblauchpresse, Holzgriff und Küchengerät sind, dann wird aber auch bei Phrase das genauso drin sein. Das heißt, Knoblauchpresse oder Knoblauchpresse, Holzgriff oder Küchengerät wird immer mitgerankt sozusagen. Aber natürlich schwächst du es ein bisschen ab im Vergleich zu exakt. Damit du da noch genug Power hast, nehmen wir ja auch nur
drei Keywords. Was machen wir dann von den Geboten her? Und jetzt kommt die Zauberei bei der ganzen Sache. Wir gehen hin und setzen unser Gebot auf zum Beispiel 20 Cent. Wir haben also den Klickpreis auf 20 Cent oder 15 Cent, 10 Cent, also irgendwas wirklich sehr, sehr Geringes gesetzt für unsere Launch-Kampagne. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn dann auf den Klickpreis, den wir gerne hätten? Die Antwort ist relativ einfach. Wir nutzen die neue Gebotsstruktur von Amazon, die seit Anfang des Jahres bzw. seit Ende 2018 schon verfügbar ist und machen hier eine Erhöhung um 900%. Du kannst da auch einen anderen Prozentwert nehmen, du kannst 300, 400, 500 nehmen. Aber damit erhöhst du halt ganz massiv deine Wahrscheinlichkeiten, auf der ersten Seite zu landen. Das heißt, wenn du in den Kampagneneinstellungen suchst, wirst du bei Platzierungen die Möglichkeit finden, diesen Prozentwert einzutragen. Und dann bietest du nur für die Anzeige auf der ersten Seite oben den höheren Wert. Die 900% werden zu den 20 Cent dazugerechnet. Wir wären also jetzt bei der Einstellung, wie ich es hier gezeigt habe, bei 2 Euro pro Klick. Das bedeutet, wir haben unseren aggressiven Preis. Der Klickpreis an sich ist aber so gering eingestellt, dass wir keine oder kaum Einblendungen bekommen für Produktdetailseiten und für andere Platzierungen in der Suche. Das heißt, wir werden wirklich nur vorne ausgespielt. Wir reden hier über eine Durchklickrate von 0,3 bei allen anderen Platzierungen zu 5 und mehr Prozent mit dieser Geschichte hier auf der ersten Seite. Das ist also wirklich, wirklich mit einer der effektivsten Strategien im Bereich Amazon PPC, die du fahren kannst, ganz aktuell. Dann haben wir natürlich hier noch die Möglichkeit, oder beziehungsweise stellt sich die Frage, wann muss ich das machen oder wie lang muss ich das machen? Das kannst du machen, wenn du Produkte hast, die langsam einschlafen und sich ein bisschen langsamer drehen, kannst du das mal machen, so für zwischendurch eine Woche oder zwei. Bei einem Launch würde ich sagen, immer ja, locker 10 Tage, aber 10 Tage plus. Also das heißt, 10 Tage ist wirklich das absolute Minimum, wo das Ding fahren sollte. Besser 14 Tage und je nachdem, in was für einer Nische du bist, habe ich sogar Kunden, die fahren das dauerhaft oder bei einem Launch über 4 bis 8 Wochen. Und da musst du einfach bereit sein, ein bisschen Geld reinzustecken. Die Sache ist ja, wenn das einmal platziert ist, wird es einfacher. Dann kannst du mit anderen PPC-Strategien hier auch viel gewinnen. Aber diese Sache mit 3 Keywords und diesen aggressiven Geboten auf die erste Seite macht halt für einen Launch auf jeden Fall Sinn. Wenn du keinen Bock hast zu launchen, dann hast du natürlich hier immer noch die Möglichkeit, mit Handelsware zu arbeiten. Da musst du nicht launchen, wenn du das nicht möchtest, weil dann nutzt du ja vorhandene Listings aus. Das ist halt der große Vorteil. Aber für Private Label Produkte ist das hier sicherlich die beste Methode. Wenn du noch Fragen dazu hast, hinterlass mir einen Kommentar. Schreib mir einfach, welche Strategien du nutzt, was hat für dich funktioniert, was hat für dich vielleicht auch nicht funktioniert. Und dann beantworte ich das gerne in einem meiner nächsten Videos. Ansonsten, wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an support@amaclick.de oder wir diskutieren es direkt hier. Und ansonsten, komm auf meine Seite, da habe ich weitere Informationen, www.amaclick.de. Und in der Zwischenzeit, schau dir gerne hier noch meine anderen Videos an. Da kommen regelmäßig neue und ich bin auch hier für Themenwünsche jederzeit offen. Also, bis dann!